Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video schauen wir uns jetzt die Bewegungsdaten im Bereich Lagerverwaltung an. Das werden wir anhand der Fallstudie machen, die Sie auch im Rahmen des Praktikums bearbeitet haben. Also dieses Video ist sozusagen gleichzeitig die Rekapitulation der Fallstudie als auch die Analyse der verfügbaren Bewegungsdaten. Bevor wir uns das alles im System anschauen, hier erstmal ein Überblick darüber in Form einer Grafik, was eigentlich im Rahmen der Fallstudie passiert ist. Sie sehen jetzt hier zwei Dinge. Zum einen sind schwarz dargestellt die Belege, die im System angelegt wurden. In den verschiedenen Blauschattierungen sind hauptsächlich Stamm- und Organisationsdaten dargestellt, sowie hier die Menge der Materialien, die wir beschafft haben. Also, was zeigt diese Grafik? Diese Grafik zeigt Ihnen die verschiedenen Schritte der Fallstudie. Zuerst im Schritt 1 wurde eine Bestellung für bestimmte Materialien angelegt. Ja, die Bestellung ist ein Bewegungsdatum aus dem Bereich Einkauf und Beschaffung. Wir haben hier eine Bestellung angelegt, die 50 Stück dieses Ellbogenschützers und 50 Stück eines Knieschützers enthält. Dann sind verschiedene Schritte durchgeführt worden, um sich anzuschauen, wie ist der Lagerbestand und der Materialbestand, bevor die Fallstudie bearbeitet wird. Im vierten Schritt wurde dann der Wareneingang gebucht. Der Wareneingang, und das sehen Sie hier in diesem Bereich, ist in der Bestandsführung erfolgt. Ja, also das ist Teil des Bereichs Einkauf und Beschaffung. Dort im Rahmen der Bestandsführung wurde ein Wareneingang zu der Bestellung gebucht, jeweils von 50 Stück des Ellenbogenschützers und des Knieschützers, und die sind in dem Lagerort Handelswaren gelandet. Durch diesen Wareneingang, der im vierten Schritt gebucht wurde, wurde gleichzeitig im Bereich Lagerverwaltung ein Transportbedarf angelegt. Der Transportbedarf zeigt eben an, dass es Materialien im Lager zu transportieren gibt. In diesem Fall zeigt der Transportbedarf an, dass es diese 50 Stück Ellbogenschützer und 50 Stück Knieschützer, ja, in einem Lagerplatz im Bereich Wareneingang extern gibt. Dort gibt es einen Lagerplatz, das werden wir sehen, der wurde dynamisch erzeugt. Dieser Lagerplatz hat genau die gleiche Nummer wie die Bestellung. In diesem Lagerplatz lagern jetzt zwei Quants, ein Quant zu 50 Stück Ellbogenschützer und ein Quant zu 50 Stück Knieschützer. Und zu diesem Transportbedarf werden wir dann einen Transportauftrag erzeugen. Dieser Transportauftrag wird verwendet, um zu dokumentieren, dass diese beiden Quants hier aus dem Wareneingangsbereich, ja, das ist hier Lagertyp Wareneingang extern, schlussendlich in das Regallager transportiert werden, und dort werden die beiden Quants zusammen auf dem Lagerplatz STBN 1 gefolgt von dem Kürzel. Ich werde in dem Video das Kürzel 500 verwenden. Durch die kleinen Ziffern hier ist dargestellt, in welchem Schritt der Fallstudie die entsprechenden Belege erzeugt wurden. Ich werde jetzt gleich im Rahmen des Videos dieses Bild immer wieder in der linken Ecke einblenden oder in der rechten. Also ich werde im Rahmen dieses Videos immer wieder dieses Bild einblenden, um Ihnen zeigen, wo wir uns befinden. Ich habe jetzt hier was vorbereitet. Ich bin in der App Bestellungen verwalten, und in dieser App sehen Sie jetzt genau eine Bestellung, nämlich das ist diese hier. Und diese Bestellung habe ich bei dem Lieferanten Dallas Bike Basics mit dem Kürzel 500 erstellt, und der enthält genau die 50 Ellbogenschützer und die 50 Knieschützer. Und das sehen wir, wenn wir uns hier die Positionen angucken. Jeweils 50 Stück. Wenn wir uns hier jetzt die Positionsdetails anschauen und da den Prozess abläuft, dann sehen wir auch, dass nur nichts weiteres passiert ist. Ja, also die Bestellung ist bisher nur angelegt. Ich gehe jetzt wieder zurück in die Übersicht. Den ersten Schritt, den wir jetzt durchführen, ja, das war in der Fallstudie der Schritt 4, ist der Buchen des Wareneingangs. Und das mache ich hier über das Kontextmenü Wareneinkauf zum Einkaufsbeleg. Wir müssen für jede Position den Lagerort spezifizieren. Das sind die Trading Goods und die gelieferte Menge. Und dann kann der Wareneingang gebucht werden. Nach Buchen des Wareneingangs erhalten wir hier jetzt einen Materialbeleg, ja. Und wenn wir uns den Materialbeleg ansehen, erkennen wir hier jetzt genau das, was passiert ist.
Es gab einen Wareneingang 101, Wareneingang zu einer Bestellung von jeweils 50 Stück des Ellbogenschützers und des Knieschützers und die sind im Lagerort Trading Goods in dem frei verwendbaren Bestand gelagert. Wie Sie das schon kennen, ist natürlich in dem Moment, wo ein Materialbeleg erzeugt wurde, auch ein Buchhaltungsbeleg erzeugt wurde. Das haben wir uns allerdings schon in großem Detail angeguckt. Darauf werde ich jetzt an dieser Stelle nicht eingehen. Nachdem wir jetzt diesen Wareneingang gebucht haben, können wir uns auch den Bestand für diese beiden Materialien anschauen. Ich verwende dazu die App Bestand für mehrere Materialien. Ja, da kann ich gleichzeitig Knieschützer und Ellbogenschützer und das Werk in St. Jäger auswählen. Und wenn ich jetzt hier auf Start klicke, sehen wir als Ergebnis, dafür müssen wir jetzt ein bisschen nach rechts scrollen, dass wir jeweils 50 Stück auf Lager haben. Neben dem Bestand schauen wir uns jetzt auch noch den Lagerspiegel an. Ja, den Lagerspiegel schauen wir uns jetzt für alle Lagerplätze an, die auf 500 enden. Das sind die Lagerplätze, die ich für dieses Beispiel verwende. Ja, und was wir hier sehen ist, ja, so ähnlich hat das bei Ihnen auch ausgesehen, bevor Sie Fallstudie durchgeführt haben, dass der Lagerplatz STBN 1500 leer ist. Ich filter das jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise. Ja, ich entferne jetzt den Filter auf den Lagerplatz. Da mache ich jetzt einen Stern hin und stattdessen schaue ich mir jetzt den Wareneingang extern an, also den Lagertyp Wareneingang extern. Und hier sehen wir, ja, es passiert etwas im System. Studierende bearbeiten die Fallstudie auch, aber auf jeden Fall gibt es hier zwei Lagerplätze, die genau die gleiche Nummer haben, nämlich die 45, einige Nullen gefolgt von der 238, wie meine Bestellung. Das sind jetzt die dynamisch erzeugten Lagerplätze im Wareneingang, die aus meiner Bestellung resultieren. Und damit befinden wir uns jetzt in der Fallstudie genau an dieser Stelle. Wir haben den Wareneingang gebucht. Es sollte einen Transportbedarf geben. Für diesen Transportbedarf können wir dann im nächsten Schritt Transportaufträge anlegen. Und mit den Transportaufträgen können wir dann dafür sorgen, dass die Quants aus dem Wareneingang in das Regallager verbracht werden und dort in den Lagerplatz STBN 1, in meinem Fall 500. Analysieren wir zuerst den Transportbedarf. Ich verwende dabei die App Transportbedarf anzeigen und zwar Liste zum Material. Kleinen Hinweis an meine Studierenden. Auf diese App haben sie leider in unserem System aktuell keinen Zugriff. Da gibt es noch einen kleinen Fehler, den sind wir noch am Korrigieren. Für alle anderen, die sich das Video anschauen, sie sollten den Transportbedarf anzeigen, Liste zum Material verwenden. Diese App sollte es irgendwo in Ihrem S/4HANA-System geben. Schauen wir uns also die Transportbedarfe zu dem Knieschützer mit der Nummer 1500 an. Und wir sehen jetzt hier, dass genau ein Transportbedarf existiert. Dieser Transportbedarf hat eine Nummer. Er kommt aus dem Wareneingang zu einer Bestellung. Wir sehen die offene Menge und die Bedarfsnummer. Wir können uns jetzt diesen Transportbedarf auch im Detail angucken. Ja, jetzt sind wir auf der Ebene eines Transportbedarfs und wir sehen, so ein Transportbedarf besteht wie immer aus Kopf- und Positionselementen. Ich navigiere zuerst mal auf den Kopf. Auf der Kopfebene sehen wir die Nummer des Transportbedarfs. Wir sehen, durch welche Warenbewegung dieser Transportbedarf verursacht wurde. Und es gibt noch weitere Daten, wie zum Beispiel das Gewicht oder den zugehörigen Materialbeleg. Außerdem enthält dieser Bedarf verschiedene Positionen. In unserem Fall sind das zwei Positionen, nämlich den Knieschützer und den Ellbogenschützer, die eben Teil von unserem Wareneingang waren. Und das nächste, was wir jetzt tun werden, wir werden Transportaufträge anlegen, um diesen Transportbedarf zu befriedigen. Bevor wir das tun, schauen wir uns noch einmal den Lagerplatz an, den dynamisch erzeugten Lagerplatz im Wareneingang, das ist seine Nummer. Und was Sie hier schon erkennen, auf diesem Lagerplatz gibt es wieder verschiedene Quants. Ja? Wir können uns, wie wir das schon gesehen haben, auch diese Quants wieder anzeigen. Ja, und das ist jetzt eben ein Quant von 50 Stück des Materials Knieschoner, der sich auf einem bestimmten Lagerplatz befindet. Ja? Durch was wurde dieses Quant angelegt? Durch den Wareneingang, der hier angezeigt ist. Das ist den Wareneingang, den wir gebucht haben.
So, das nächste, was wir jetzt tun, ist, dass wir den Transportauftrag anlegen. Ja. Dazu schauen wir uns wieder an, welchen Bedarf, Transportbedarfe es im System gibt. Aktuell habe ich das jetzt erzeugt, die Liste für eines der beiden Materialien aus meiner Bestellung. Und damit wir sehen, wie dieser Transportauftrag aussieht, klicke ich jetzt auf den Button Transportauftrag hell. Wir müssen jetzt hier noch entscheiden, in welchen Lagerplatz das transportiert werden soll, also den Nachlagerplatz festlegen. Und das machen wir hier. Wir geben die Menge an, geben den Lagertyp an. Das ist in unserem Fall jetzt das Regallager. Den Bereich, das ist der Gesamtbereich. Und den Nachlagerplatz, das ist in meinem Fall der STBN 1 und 500. Ja, in diesem Fall haben wir jetzt den Nachlagerplatz manuell eingegeben. Im Detailvideo erkläre ich Ihnen auch nochmal, wie das System den Nachlagerplatz automatisch ermitteln könnte. Und damit können wir jetzt den Transportauftrag anlegen, indem wir hier auf Buchen klicken. Wenn wir jetzt zurückgehen, erkennen wir, dass es für dieses Material keinen Transportbedarf mehr gibt. Ich mache das gleich auch noch für das zweite Material. Auch hier lege ich den Transportauftrag an. Auch hier soll die komplette Menge in den gleichen Lagerplatz transportiert werden. Und somit ist jetzt auch dieser Transportauftrag angelegt. Nach dem Anlegen des Transportauftrags befinden wir uns jetzt in dieser Situation hier. Ja, es gibt zwei Transportaufträge, einmal für den Ellbogenschoner und einmal für den Knieschoner. Die Quants befinden sich aber nach wie vor in dem Lagerplatz, der dynamisch angelegt wurde, im Wareneingang. Das schauen wir uns jetzt einmal an und danach werden wir dann den Transportauftrag quittieren und uns danach auch nochmal anschauen, wie die Lager aussehen. So, als erstes zeigen wir uns jetzt mal die Transportaufträge an. Dafür verwende ich die App Transportauftrag anzeigen. Und ich suche jetzt hier nach allen offenen Transportaufträgen. Ja. Und wir sehen jetzt hier, es gibt zwei offene Transportaufträge für meine Materialien, nämlich einmal den 5115 und einmal den 5116. Auch den Transportauftrag kann man sich jetzt angucken. Jetzt sehen wir eine Position des Transportauftrags. Ich navigiere mal auf die Kopfsicht als erstes. Ja, der Transportauftrag hat eine Nummer, der wurde von mir angelegt und man sieht wieder zum Beispiel aus welchem Transportbedarf der erzeugt wurde und mit welchem Materialbeleg er in Verbindung steht. Wenn wir uns die Positionsliste dieses Transportauftrags ansehen, dann sehen wir, es gibt hier erstmal so eine allgemeine Sicht, dann gibt es die Von-Daten, also von diesem Lagerplatz soll eine Menge von 50 Stück zu diesem Ziellagerplatz auch wieder eine Menge von 50 Stück transportiert werden. Das Ganze sieht man auch hier in der Übersicht. Was wir außerdem noch hier erkennen ist, hier ist noch ein roter Punkt, das heißt, dieser Transportauftrag ist noch offen, der ist noch nicht quittiert. Ich habe jetzt nochmal einen Doppelklick auf die Position gemacht, um Ihnen noch zwei Sachen zu zeigen. Zum einen der Quant im Ziellagerplatz, ja, im Nachlagerplatz. Wenn wir uns diesen Quant anschauen, dann sehen wir, dieser Quant ist schon angelegt. Ja, der hat eine Nummer. Der wird von unserem Transportauftrag angelegt. Und es gibt den einzulagernden Bestand von 50. Ja, also daran erkennt man jetzt, das sieht man auch in unserer Grafik, dass in dem Moment, wo der Transportauftrag angelegt ist, das Quant schon da ist, aber es noch nicht gefüllt ist. Also die Materialien müssen noch zuerst eingelagert werden. So, und das tun wir jetzt. Also der Transport ist durchgeführt und wir quittieren jetzt den Transportauftrag. Dazu verwenden wir die App. Transportauftrag quittieren. Ich führe das Ganze hell durch, das heißt, wir sehen, was hier passiert. Und wir erkennen, dass die Istmenge schon gefüllt wurde. Das wurde entsprechend übernommen und wir können das Ganze jetzt buchen. Damit wurde der Transportauftrag jetzt quittiert und wir können uns die aktuelle Situation im Lagerspiegel anzeigen. Was wir als erstes machen, ist, dass wir uns den Wareneingangsbereich anschauen. Ich filter das hier schon mal auf meine Bestellung, dann wird das übersichtlicher.
Was wir jetzt erkennen, ist, dass es nur noch ein Material auf diesem Lagerplatz gibt. Ja, das andere wurde schon transportiert. Und auch das können wir uns anschauen. Dafür filtern wir wieder auf die STBN mit der 500 und lassen das leer. Ja, und wir sehen jetzt hier, dass in meinem Lagerplatz STBN 1 500 schon zwei Quants existieren. Ich habe jetzt auf den Knieschützer doppelt geklickt und dann sehen wir hier, dass in diesem Quant ja, ein verfügbarer Bestand von 50 Stück drin ist. Und wir erkennen außerdem der letzte Transportauftrag, der diesen Quant geändert hat. Das ist der 5115. Und das ist genau der Transportauftrag, den wir gerade quittiert haben. Und wenn wir zum Transportauftrag navigieren, dann sehen wir das auch im Quittierungsstatus. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und uns den anderen Quant angucken, der ist eben vom anderen Transportauftrag angelegt. Und wenn wir hier doppelklicken, sehen wir, dass dieser Transportauftrag noch nicht quittiert ist. Das können wir jetzt auch einmal noch machen. Quittieren wir auch diesen Transportauftrag. Und das Ergebnis ist jetzt, wenn wir uns den Lagerspiegel erneut anzeigen, dass jetzt beide Quants hier einen verfügbaren Bestand von 50 haben. Das ist der Ellbogenschoner und das ist der Knieschoner. Ja. Und damit haben wir jetzt einmal den ganzen Prozess, den Sie auch im Rahmen der Fallstudie durchgeführt haben, ja, das Einlagerung eines Materials durchgeführt. Und im Zuge dessen haben wir die verschiedenen Bewegungsdaten, nämlich den Transportbedarf und den Transportauftrag kennengelernt. So viel zu den Bewegungsdaten in der Lagerverwaltung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Sticker auf dem Laptop. Verdächtig.